wollte ich mal was zur Selbstoptimierung loswerden, weil mir aufgefallen ist, dass viele, die so im Bewusstseinsbereich unterwegs sind, wie Leute, die Yoga machen, Meditation und andere Sachen, dass man ständig denkt, dass wenn irgendwas nicht so gut läuft, wo ist denn mein Anteil? Was kann ich denn jetzt noch irgendwie machen, dass das und das besser läuft oder es mir besser geht? Mir ist das aufgefallen heute Morgen, als ich durch die Straßen lief und der Kinderwagen total von Laub gebremst wurde, meine Schuhe nass waren und alles war so össelig draußen und ich dachte, Mann, ich habe total schlechte Laune und der zweite Gedanke war, habe ich irgendwie locker gelassen die letzten Wochen, habe ich nicht genug positiv das und das mir angeguckt oder weniger Yoga gemacht oder was, warum habe ich jetzt irgendwie so eine schlechte Laune. Und dann habe ich die Leute auf der Straße gesehen und habe gedacht, die haben doch auch schlechte Laune gerade, weil es doch gerade doof einfach ist draußen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, da will ich mich doch mal einreihen und einfach sagen, ja, Wetter ist blöd, ich darf schlechte Laune haben. Und wenn man dann mal so in den Schriften guckt, das ist mir auch immer wichtig, dass ich da mal so ein bisschen was zu erzähle, auch wenn es jetzt nur so ein kleiner Beitrag ist. Da gibt es ja auch das Leid, was von östlichen Gelehrten wie jetzt Buddha oder auch Patanjali beschrieben wurde, dass wenn man sich identifiziert mit seinen Gedanken beziehungsweise sich als Dreh- und Angelpunkt der ganzen Sache betrachtet und das ist eben auch ein wichtiger Gedanke, auch in der Selbstoptimierung kann das eben sein, dass man sich als Dreh- und Angelpunkt sieht und damit gar nicht so viel Leid wegschafft, sondern eher anhäuft. Also wäre das mal heute so ein bisschen das, was ich euch mitgeben möchte, blödes Wetter, blöde Stimmung, total in Ordnung. Und da ist nichts falsch mit einem. Und ja, gut, dann wünsche ich euch gute Laune bei schlechtem Wetter oder schlechte Laune bei schlechtem Wetter, ganz wie ihr wollt, alles ist okay und bis bald.